Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Last of Us. Heute mit der neuen Capture Card. Ich bin gespannt, wie das Ganze aussehen wird, wie das Ganze klingen wird und ob es wirklich flüssige 60 FPS werden. Aber gehen wir erstmal weiter zu Bill. Na, Bill. Hast du jetzt alles fertig? Okay, ich habe nochmal meinen Ton ein bisschen leiser gemacht. Ich glaube, das war gerade zu laut, aber gut. Okay, Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Achso, er redet mit sich selber. Ich dachte, er redet mit du mir. Hast nicht übertrieben. Ja, er ist einmalig. Also in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Tess? Es ist ein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Dieb und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Mehr Waffen klingt gut. Übrigens haben wir gerade eine Notiz bekommen. Die gucken wir uns mal an. Und ich glaube, ich muss gleich niesen. Aber gut, gucken wir erstmal. Steckbrief, Hunter, irgendwas, ne? Hunter Notiz. So. Eine Gruppe Hunter ist in der Stadt. Nee, eine Gruppe Hunter ist der Stadt gefährlich nahe gekommen. Zum Glück hat ein Rudel Infizierter sie davon abgehalten. Oder davon gejagt. Erinnerung, mehr Warnschilder aufstellen. Sie sollen wissen, dass ich es ernst meine. Hunter? Ach, das sind Menschen oder was? Ah. Hunter. Was jagen die denn? Jäger? Tiere? Ich nehme mal an Tiere, weil ein Hunter jagt Tiere. Ich weiß immer noch nicht. Lesen. Ob wir das Ding einsetzen müssen. Ich bin, glaube ich, zu sehr Fallout gestört. Ich glaube, das Ding hat sich alleine eingesetzt, als wir es eingesammelt haben. Gut, hier ist leider nichts. Oh, ein Baseballschläger. Ich glaube, meine Waffe kann ich sowieso wegwerfen. Die hat ja die Stacheln nicht mehr, ne? Nee. Oh, wir nehmen mal einen Baseballschläger. Das klingt auf jeden Fall ganz gut. Ein bisschen Leben, dann sind wir voll. Wunderschön. Mehr braucht man doch nicht. Ah, hübsche Wand. Achso, er geht weiter. Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch, alles okay. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja, klar. Beschäftigt. Ihr hört sich an. Das gibt Ärger im Okay. Paradies. Ja, sowas in der Art. Okay, dann mal los. Du bist krank, Bill. Du bist einfach krank, weißt du das? Wir schauen uns hier nochmal kurz um. Uno momento, Bill. Ich bin gleich bei dir. Ah, leider nichts. Na gut. Dann mal los. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. Was das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt noch mal! Oh Mist! Macht Oh, euch hi. bereit!
Bitte jemand Hilfe! Ich bin so gut wie bei dir. Ich hab ewig nicht mehr gespielt. Ja, ich bin doch da. Ich bin doch da, du Zombie. Ach, kannst du den jetzt mal in Ruhe lassen? Oh, was? Ach. Oh, das war ja ein Klicker. Okay. Ja. Ich muss die Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager holen und zum Osten. Das wird kein Selbstgespräche. Mal wieder. Und dann muss man... Bill? Joel? Hier lang. Dem Taschentuch, Mann. Geht er mal auf die Eier. Auf die Sack. Das geht mir auf die Sack. Das sind hier überall Steine. Habe ich die aufgescheucht, als ich ein bisschen gerannt bin? Weiß es gar nicht. Wären sie von alleine gekommen? Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heißen? Gar nichts. Hab ich ihm irgendwas getan? Glaub nicht, ne? So, ich hoffe, ich komme ins Schießen wieder rein in dieser Session. Das wäre ganz cool, dann würde ich nicht so viel Munition verbrauchen. Das wollte ich eigentlich nicht. Kann ich das wieder wegstecken? Hält sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu, sie haben keinen Schlüssel. Ein bisschen trainiert. Okay, dann lass uns gehen. Ich glaube, ich hab's drauf. Also, wo lang? Wir sind da. Es ist im Keller. Oh, cool. Das heißt, da ist wahrscheinlich auch eine Werkbank, ne? Nehme ich jetzt mal an. Hoffe ich. So, das ist die Nummer 1. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Ah. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Das kommt hin. Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du? Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genauso. Hey! Was hab ich dir auf der Treppe gesagt? Was hab ich gesagt? Ich räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick Bill. Brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Ja. Eine Schrot. Flinte. Okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Okay. Komm mit zum Foto. Und zwar? Mein allerneuestes Spielzeug. Alter, nimm ein Taschentuch, verdammt. Wie mich das aufregt. Das kann ich gar nicht ab. Gerade auch wenn man irgendwie in der Bahn sitzt oder so und da macht die ganze Zeit.
So, was liegt denn da so Schönes? Könnten wir gebrauchen. Unser Ding ist ja kaputt. Ansonsten haben wir hier nichts. Okay. Aber hier oben vielleicht. Hui. Ist eine Kapelle? Not bad. Aber gibt's hier auch was? Oh, ein Topf. Da ist noch ein Raum. Okay, gehen wir. War da gerade was? Okay. Wollte schon sagen, eine Flasche. Aber wir haben sowieso alles voll. Oh. Bombennotiz. Eine Gruppe Runner hat die meisten Bomben im Süden der Stadt ausgelöst. Zeit, neue zu platzieren. Nicht vergessen, alle Bomben auf der Karte markieren. Ob wir die Karte brauchen werden, um die Bomben zu finden? Ich meine, kann ja sein, dass wir weglaufen und plötzlich in eine Bombe reinlaufen. Wer weiß, wäre unschön, wenn wir plötzlich tot sind. Und hier ist sie. Ich hoffe wirklich, dass mir die Zaubereinstellung ist in Ordnung. Ich versuche die ganze Zeit noch ein bisschen umzustellen, weil ich auf meinem Aufnahmebildschirm sehe, dass da ein bisschen was verkehrt sein könnte. Aber man weiß es nie. Oh. Das ist eine Nagelbombe. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Nice. Diese starken Bomben explodieren, wenn ein Gegner in ihre Nähe kommt. Kann offensiv oder defensiv eingesetzt werden. Mit L2, bla bla, hast du nicht gesehen. Nicht explodierende Nagelbomben können wieder eingesammelt werden. Huh? Nice. So, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Sie belagerten den Truck. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee. Die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Hoffen wir es mal. Mal hier alles einsacken, was wir brauchen können. Aber wir müssen mehr Molotovs werfen, ey. Oder wir müssen mehr im Nahkampf kämpfen. Eins von beiden. Kann doch nicht sein, dass ich hier nichts davon verschwende und hier liegt überall was rum. Ich kann das gar nicht. Alles liegen lassen. Ich glaube gar nicht mein Stil. Oh, da liegt noch was. Achso, kennen wir schon. Na gut, jetzt können wir aber hier mal langsam, ne? Okay, dann an die Arbeit. So, half dafür eine Pistole. Half dafür eine zweite Langwaffe. Neun Millimeter. Nachladetempo. Schussfolge. Das ist schwer. Ach, es fehlt auf jeden Fall noch Waffen. Ach, das haben wir schon, ne? Oder was? Ja, das haben wir schon. Pistole und Langwaffe, okay. Mehr Hälfte brauchen wir nicht, okay. Was nehme ich denn da? Das Magazin verbessert. Verbessern. So schwer. Oder uns fehlt so eine Zange. Kann das sein? Werkzeuge, tatsächlich. Uns fehlen Werkzeuge dafür. Ah. Das heißt, wir haben das doch gar nicht ausgebildet. Uns fehlt einfach nur Werkzeug. Half dafür eine zweite Pistole.
Heißt das, wir können zwei Pistolen tragen, wie Lara Croft? Ich würde das ungern ausgeben jetzt. Ich möchte irgendwas damit Cooles kaufen. Wir machen erstmal das Magazin. Achso, draufhalten, ne? Ah, und hier brauchen wir jetzt schon wieder so ein Werkzeug. Ah, ich verstehe. Schussfolge, Nachladetempo. Schussfolge brauche ich nicht. Ich ziele so präzise, dass wir es gar nicht brauchen. Nachladetempo. Können wir gar nicht alles machen, ne? Okay, wir haben nur hier die Möglichkeiten. Weißt du was, machen wir überall was rein. So. Ich meine, ich kann es mir leisten. So. So geht es doch. Hier war nichts mehr, oder? Ah, oh. Nein, hier war nichts. Ist das dein Ernst? Ah. Ach, das ist nicht dein Ernst, ey. Nein, das ist. Dann mal los. Jetzt auch komm. Das ist nicht dein Ernst. Ah, ich. na gut, alles in Ordnung. Machen wir ein größeres Magazin. So ein Scheiß. Das sieht gut aus. Yep, das sieht gut aus. So, wie war das jetzt mit dem Wechseln? Das war Nachladen. Achso, ich sehe schon. Ah. Wahrscheinlich müssten wir dann nicht immer hin und her tauschen. Wenn wir dann zwei Pistolen gleichzeitig haben. So, wir können. Ich schwöre dir, wenn du was geklaut hast. Mann, der soll man den Stock aus dem Arsch nehmen. Joel, du behältst sie doch im Auge, oder? Ich pass auf. Ah, die Kleine, die ist cool. Ich mag sie. Schön hast du's hier. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Ellie, komm schon. Dort, da ist die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. Hoffentlich. Wollen wir uns hier nochmal kurz umsehen? Ist immer besser, wer weiß, was zu finden. Ja, gut, ich meine, wer würde schon auf dem Friedhof was liegen lassen? Huch, da ist ja ein kleiner Scheiterhaufen. Na komm, du musst dir das nicht noch angucken. Ist da nicht. Wenn du meinst. Das sind nur ein paar Klicker. Passt schon. Beeilen wir uns. Na gut, dann wollen wir mal. Aber Freunde, heute geht's nicht weiter. Wir werden erst morgen aufbrechen, denn ich habe keine Zeit mehr. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.